Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kunitsugami Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir machen direkt wie letzte Episode gehießen und zwar stürzen wir uns in den neuesten Dungeon rein, ne? Ich bin sterbenshyped, ne? Auch auf den nächsten Bossgegner dann und auch schon wieder gespannt. Ah ja, wir haben das jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt nochmal eine extra Belohnung abholen. Naja, müssen wir nachher mal gucken. Jetzt erstmal nach Enri, Alter. Es war einmal ein Mann, dessen, was? Verfemmende Gier. Ach, keine Ahnung. Ihn von seinen Mitmenschen trennte. Auf der Suche nach neuen Verbindungen landete er hier, wo er ein neues Dorf gründete. Rette die 8 Dorfbewohner und verbinde die Schicksalsstränge wieder, die durch die Entweihung zerschnitten wurden. Okay. 8 Dorfbewohner, Leute. Jetzt wird's langsam richtig taktisch hier, habe ich's Gefühl, ne? Oh ja. Oh, was? Yoshiro, alles gut bei dir? Geht's dir gut? Oh, der geht's gar nicht gut. Dunkle Mächte belegen ihren Talisman, der schon ganz matt und kraftlos wirkt. So, was ist da los? Alter, einfach straight up Geist. Haben wir jetzt eine Geisterhand? Ich find's total verrückt, wie gut dieses Spiel eigentlich ohne Dialoge klarkommt. Na, das ist schon cool. Yoshiros Zustand. Yoshiros Zustand verschlechtert sich durch die Auswirkungen der Entweihung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis so die körperliche Form verliert. Oh wow. Es wäre ratsam, dich heute Abend besser als sonst vorzubereiten. Weise den Dorfbewohnern Rollen zu und befehle dem Zimmerer, die Vorrichtung in der Gegend zu reparieren. Okay. Dann reparier mal. Na? Dorfbewohner, befreie Eli. Du kriegst eine Rolle. Du bist ein Holzfäller. Ah, so sieht's nämlich aus hier. Zerhack mir hier einen Topf. Zerhack mir das da. Befreien wir einen Dorfbewohner. Machen einen Bogenschützen, ne? Let's go. Ah, jetzt einfach Speedrun hier, ne? Regeln das hier. Zerhacken das. Yeah. Okay. Verstärkungsringe. Geil. Dorfbewohner innerhalb eines Verstärkungsrings verfügen über erhöhte Angriffskraft und Bewegungsgeschwindigkeit. Die Ringe werden zerstört, wenn sie zu viel Schaden durch Angriffe von Verdammten erleiden. Alrighto. Reparaturanfragen, ja. Aber er wollte ja noch hier oben reparieren, oder? Wobei ich behaupten würde, dass das egal ist. Naja, wir werden sehen. Was geht denn hier noch? Oh, das hätte ich auch direkt reinigen können. So, dann geht hier, glaube ich, erstmal nichts mehr. Wir gucken hier noch, was abgeht. Da haben wir einige Hirsche am Start. Alter, Leute, das wird eine coole Map, um hier ordentlich zu hustlen, habe ich das Gefühl. So, was wird da geregelt? Ah, da wird gerade auch schon okay. Weil ich jetzt den einen da vorne aktiviert habe. Spannend. Dann holen wir uns nochmal einen Bogenschützen. Ganz klare Sache. Na, regeln das. Holen hier noch einen raus. Alter, wie wir am Reinigen sind. Ich komme doch nicht klar. Reparatur abgeschlossen. Okay, dann müssen wir die nächste Sache reparieren. Und zwar reparieren wir hier. So. Dann wird hier befreit. Auch das eine klare Sache. Holen wir uns mal noch einen Priest. Dann holen wir hier nochmal einen Holzfäller ran. Ja. Yeah. Guck mal hier, na, Freundchen. Dann wedeln wir das hier frei. Schlagen das hier zu Klump. Na. Und ich glaube, dann sind wir auch schon relativ gut gestellt, oder? Ich denke, arg viel, viel mehr ist das hier nicht. Ja, ja. Sieht doch erstmal gut aus hier. Es ist nur... Das mit dem Zustand verwirrt mich noch etwas. Aber wir werden sehen. Brauchen diesmal echt eine Shit-Tonne Bogenschützen. Ich denke, 2 Holzfäller tun hier auf jeden Fall den Job. Zumal wir die halt auch am besten selbst supporten können. Ne? Also von wegen, wir sind ja auch im Nahkampf unterwegs. Das passt schon, denke ich mal. So, gucken wir mal hier noch was. Dann können wir hier noch reinigen. Da scheinen auch noch welche zu fehlen. Na, was sagst du hier? 6 von 8, okay. Haben wir hier noch einen?
klare Sache. Anfrage zurückziehen, gedrückt halten. Nee, 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 wir wollen es schon hart anfragen. Reparatur abgeschlossen. Dann repariere hier mal noch. So, na. Und das hier noch sauber. Holen hier noch den letzten Dorfbewohner raus. Oder ich glaube, das ist der letzte. Ja, genau. Dann bist du noch... Komm, machen wir noch einen Holzfäller. Drei Holzfäller, drei Bogenschützen. Oder vier Bogenschützen in dem Fall, oder? Und ein Priest. Dann haben wir die acht Leute. Ja, genau. Das passt. Okay, alles klar. So, und jetzt müsste noch einmal irgendwo was zu bewedeln sein. Wo kann hier noch gewedelt werden? Na, welche Wedelung habe ich übersehen? Na, hier sieht's schlecht aus. Ich glaube schon eher noch da unten irgendwie. Vielleicht noch hinter einem anderen Haus oder so? Können wir hier hintergehen? Oh, was haben wir denn da? Eine Ration. Da darf ich nicht rein, ne? Können wir das reparieren? Das sieht nicht so aus. Okay, dann fehlt mir irgendwie noch eine Rattenverdammnis, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Reparatur abgeschlossen. Ja, dann repariere hier mal noch. So. Wo ist die letzte Wedelei? Nee, hier kann man auch nicht wedeln, ne? Zeig mir wo. Vielleicht bräuchten wir hier das, ja, wenn es so da in der Nähe ist, kriegen wir so einen kleinen Alert oder so, ne? Kann ich hier rein? Tatsache, guckt mal. Wir dürfen jetzt auch in Häuser reinstellen, weil sie das ja verrückt. Ja, eben, ne? Der Schrank geöffnet, Alter. Extra hier das letzte genommen, na, damit wir direkt nebendran sind. So war das geplant. Glück und Wut. Die Angriffskraft der Dorfbewohner ist erhöht. Die von So ist jedoch reduziert. Ja, cool für so Quests von wegen, ey, lass die Dorfbewohner alles töten, ne? Da macht das dann durchaus Sinn. So, dann würde ich noch ganz gerne den Pfad ein bisschen ziehen, wenn wir dürfen. Aber ihr geht's gar nicht gut, ne? Ja, ihr geht's nicht gut. Na, dann ist es, wie es ist. Wir bereiten uns auf den Angriff vor. Und zwar so richtig. Okay, passt mal auf. Also, wir haben hier einen Holzfäller. Den packen wir hier hin. So. Dann haben wir noch einen Holzfäller, den wir hier hin packen. Dann haben wir noch einen Holzfäller, den wir als so ein bisschen nachhutmäßig hier hin packen. Dann nehmen wir den Priest und packen den hier dazu, so in die Mitte, oder? Damit er da Sachen binden kann. Und stellen anschließend die Bogenschützen so, dass die da alle drauf shooten können. Vielleicht in so einer Art Halbkreis. Ne? Jetzt hier mit vier Leuten nicht das easyste Unterfangen, aber irgendwie sowas in der Art kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. So, relativ gebündelt, würde ich sagen, ne? Sehr kompakt. Dann schauen wir mal, wie es ist. Was denn hier noch unsere Mission? Bereite dich auf den Angriff vor. Eliminiere die Entweihung und rette das Dorf Enri. Welche Entweihung? Denn geht's hier drum, oder? Müssen wir hier einfach loslegen. So, unsere Leute sind da. Ich würde sagen, die Entweihung ist hart eliminiert eigentlich, ne? Jetzt ist echt die Frage... Ah, müssen wir noch diese ganzen Gegner hier... zerklopfen. Sind wir mal gespannt, ne? Alter, ein Hidarugami. Klare Sache. Alter, yo, der hat ja richtig Bock. Wohin mit dir? Digga, komm mal runter. Hä? Stark, Yoshido, aber pass gut auf, ne? Alter, der will dir richtig befallen. So? Was? Wir sind jetzt ein Seele? Okay. Was zum Shit ist hier bitte los? Die besessene Yoshiro retten. Yoshiro ist von den Hidarugami besessen und so kann sich nicht mehr vom Seelenzustand erholen. Arbeite mit den Dorfbewohnern zusammen und sammle genug Kristalle, um Yoshiro zu retten. Biete Yoshiro Kristalle an, indem du dich ernährst und B gedrückt hältst. Ich glaube, wir haben genug Kristalle, um das zu regeln, oder? So tritt in den Seelenzustand ein, wenn die Gesundheit geleert ist. Erholt sich aber nach einer bestimmten Zeit wieder. Da wissen wir ja Bescheid. Hier, guck mal. Wir pumpen hier erstmal alles rein.
Alter, braucht die ordentlich, ne? Ja, wir buttern da erstmal alles rein, was wir haben. Und dann müssen wir ordentlich töten, ne? Dorfbewohnilis, regelt ihr da unten was oder wie sieht's aus? Wo holen wir jetzt Kristalle her? Das hier könnte der Dieb leeren, oder? Los, Dorfbewohnilis! Stark, ich sammle die alle ein. Und ihr zerklatscht die, ne? Ja, stark. Ja, unsere Leute regeln das doch hier, ne? Guckt mal, dann ist fast noch wichtiger, dass wir das noch besser positionieren. Du kommst noch ein Stück weiter vor. Du ebenfalls ein winziges Stück, ne? Dann wirst du hier vorne in die Mitte gestellt. Ganz klare Sache, sonst steht er da so und macht nichts. Und der Priest kommt auch noch ein bisschen näher, damit er da vorne direkt binden kann. Sumigaki. Was macht der? Alter, yo, Leute, kriegt ihr das hin? Ja, ja, genau, Doppelschuss und weg mit dem Keck, ne? Ja, nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir haben schon 110 Rattendinger. Naja, wir exorzieren den Hidurigami gleich. Wir brauchen noch mehr Kristalle. Ja, Alter, ne? Unsere Leute regeln das ja mal easy pocket. Ja, eben. Darf ich so in das Miasma rein? Ja, aber ich habe ja kein Leben. Bin ja nur ein Geistili, ne? Whee! Squee! Yay! Okay, sehr spannend, Mann. Und regelt ihr das? Oh ja, der hält die fest, die shooten rein. So habe ich mir das erträumt, Leute. Genau so. So stand es in meinen Träumen geschrieben. Ja, wir lassen die hier mal ein bisschen regeln und exorzieren mal ein bisschen weiter, ne? Hier unsere Mandala-Schreine. Wir könnten an so eine Angriffssäule ran, aber ich habe das Gefühl, das ist gerade gar nicht so nötig, ne? Ja, guck mal, der wird ordentlich exorziert. Ich glaube, 1,5 brauchen wir da, wie es aussieht, ne? Oder 1,4, irgendwie sowas. Eieiei. Hä? Hä? Ein Daigaki? Leute, habt ihr das im Griff? Oh, wow, 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 wow. Ihr kriegt das hin, oder? Ui, ui, ui. Ja, rein da, Leute, rein da. Macht ihn nackig. Macht ihn nackig. Zeigt ihm, wo der Hammer hängt. Ich fliege hier so rum und lenke ihn ab. Oh ja, er wird festgehalten und richtig aus dem Leben geholt. Naja, ja, unsere Leute kriegen das hin, oder? Ich könnte die auch heilen gerade, aber Stand jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass das sonderlich nötig ist. Ja, perfekt. Looten wir uns hier voll, ne? Damit dürfte es schon einigermaßen klar gehen, wenn es 1400 sind. Wir gucken mal nach. Yeah! Alter, sind wir eine geisterhafte Entität, Mann. Das ist ja bodenlos. Hier, guck mal. Ja, es sind 1,5. Es sind 1,5. Oder? Aber wir haben 1,5. Ah, uns fehlen 20 Stück. Ja, well, Mist. Ne? Wann nächste Welle? Alter, die Nacht geht gerade erst los. Oder was? Okay, das passt. Ihr macht hier weiter. Die kommen auch erstmal noch ohne Heal klar, denke ich mal. Wir befreien sie. Und dann wird richtig abgeregelt, ne? Die kommt jetzt wieder klar. Oh yeah. Alles klar, ne? Stark. Ja, wir sind alle besorgt und für dich da. Ist da... Haben wir jemanden neuen freigeschaltet direkt, oder wie? No shit, oder? Maske, Sumotori. Der Sumotori ist ein erfahrener Nahkämpfer, der mit seinem äußerst robusten Körperbau die Verdammten anlockt. Jemand, der spottet. Wie geil ist das denn? Ich hatte schon nur so drauf gewartet. Das ist mal ein richtiger Tank. Verbrauche maximal 1900 Kristalle. 1500 gehen bei ihr rein. Und dann noch 4 Leute. Was laber ich? Nee, dann 8 Leute. Wo haben wir noch einen weiteren Kristall verbraucht? Huh. Weiß ich jetzt ja nicht. Weiße Dorfbewohner mindestens 5 verschiedene Rollen zu. Das könnten wir jetzt.
säubere 5 wilde Tiere. Ja, well, na. Hätte man mal ausnahmsweise machen können. Haben wir aber nicht gemacht. Okay, Endri. Tiger, die Okumiyama-Passage, die sieht ziemlich boshaft aus, finde ich. Hier geht kein Bossgegner. Erstaunlich. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Stützpunkt rein und guck mal, was da Phase ist, ne? Eine Kuh? Mhm. Kühe hätte ich auch mal Bock, gar keine Frage. Genau, bastelt hier erstmal los. Wir haben hier 8 Leute. Da geht es flutschzuck, würde ich behaupten. Ja, guck mal, hier noch 3 rein. Passt. Und jetzt nochmal irgendwas mit 3, ne? Ne, ich will nicht gehen. Ach so, hier sind nur noch Bretter. Da unten geht noch was. Jetzt hoffen wir, dass das ein Dreier ist. 2. Ja, genau aus dem Weg hier. 3. Perfekt. Ja. Okay, stark. Das läuft. Oh, mit dir kann man interagieren. Ja, hi. Das würde ich gerne mal machen. Schau mal, bist du eine ganz süße? Ja, gell. Sind wir auf die Tour, Jung. Das so hat sich das genau angehört und eingeprägt, was die da, ne, kundgetan hat. Oh, ein Schwein ist da auch. Werden ja immer mehr. Hi. Ja, ist immer besonders jung, gell? Klar. Ja, ja, so ist das, ne? Tiere. Tiere sind schon toll. Auch die menschlichen. Die meisten. Okay, ja, dann gucken wir mal weiter hier, ne? Wie sieht's aus? Wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Kam mir zu Ohren, ne? Alter, der Sumotori, Digga. Okay. Leicht erhöhte maximale Gesundheit, das braucht er dringend, weil der soll tanky sein, ist ja klar, ne? Dafür benötigen wir den. Dafür benötigen wir den. Ist das nächste auch noch? Benötigt 10. Leicht erhöhte Angriffskraft. Der Boden erzittert, wodurch betroffene Verdammte stolpern und Schaden nehmen. Fliegende Verdammte sind nicht betroffen. Zudem wird die gegnerische Widerstandsanzeige geleert. Auch hammergeil. Auch echt hammergeil. Oh, guck mal, wir haben mega wenig Kristalle. Ja, das findet die klasse, ne? Haben wir wenig Kristalle, das findest du spitze, ist mir klar. Du musst dich damit ja auch nicht rumschlagen hier, ne? So, guck mal, wir haben eine neue Rattengalerie bekommen. Alter, ein Moment des Friedens, wie sie da mit Tieren chillt. 4 an der Zahl, die ich spotte. Könnt ihr mehr spotten? Nein. So, richtig interaktiv hier, ne? Was haben wir denn da? Haben wir da mal was Neues? Ne, da haben wir nur 1, ne? Das ist schon sehr verrückt. Wann dürfen wir hier eigentlich das nächste öffnen? Ha. Da bin ich echt gespannt, wann so unsere zweite Fähigkeit reinkommt. Denn ich würde sagen, bis jetzt habe ich immer das Gefühl, dass wir unseren Entleerungsschlag schon ziemlich dringend benötigen irgendwie, oder? Also, der ist schon immens wichtig, habe ich immer so das Gefühl. Ja, alles klar, dann gucken wir mal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, sollen wir das nochmal machen oder direkt weitermachen? Ich glaube, ich wäre fast für direkt weitermachen. Okumiyama-Passage. Rein da. Die Menschen haben die tiefen Bergtäler durchquert, um den Weg zur Passage zum großen Schrein freizumachen. Aber jetzt ist er von Sünde und Entweihung unpassierbar gemacht. Alles klar. Rette die 7 Dorfbewohner und durchquere den versteckten Bergdurchgang. Alles klar. So wird's gemacht, ne? 7 Dorfbewohner, versteckter Rattendurchgang. Da sehe ich uns. Schön, mal so ein Schneelevel. Bin gespannt, ob der Schnee uns irgendwie in, ich sag mal, strategischer Warte beeinträchtigt oder dergleichen. So, wir reinigen hier erstmal eine Kuh. Ah, hä? Du machst jetzt auf die Tour. Wie viele Hits brauchst du? 3. Ah, du bist ein Schwein, verzeih. Eine richtige Eber hier. Stark, okay. So. Dann haben wir hier eine Angriffssäule, oder? Da wird richtig repariert, das ist ja ganz klar. Was haben wir hier denn noch? Ja, der wird gereinigt. Klassischer Ort, an dem man ordentlich wedelt. Da wird der so sich erstmal einwedeln. Okay. So. Digga, diese kleinen Dinger, ohne Witz. Da hätte wegen mir echt gerne Auto-Aim hingekonnt oder eine größere Hitbox. Das ist beschämend, ne? Wie kacke ich da stellenweise drin bin, aber hey. It is what it is, I guess, ne? Befehl erteilen. Ja, das muss jemand freiräumen. Das heißt, wir müssen mal ein paar Dorfbewohnilis regeln, ne? Hier, guck mal, Freundchen, ne?
Du wirst direkt zu einem Sumo, ne? Der Sumotori, genau. Einige Rollen können nur bestimmte Dorfbewohnern zugewiesen werden. Nur Schildkröten-Dorfbewohner können die Rolle eines Sumotori übernehmen. Aha. Hachibe ist ein solcher und kann deswegen... Du hast nicht genug Kristall. 300 Kristalle braucht er. Verstehe. Digga, ein Sumotori. Wie cool ist das bitte? Endlich mal eine Rolle, die auch mehr kostet. Na, der war ja auch größer abgebildet. Von dem her, sage ich mal so, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass er sich irgendwie speziell verhält. Dass das jetzt auch nur gewisse Charaktere machen können, das finde ich schon sehr, sehr geil. Bin ich ehrlich mit euch. Wenn Yoshido auf einer Geistabwehr steht, erscheint eine Schutzzone um sie herum. Okay, die alle Verdammten schädigt, die sie berühren. Nutze dies zu deinem Vorteil. Die Schutzzone der Geistabwehr ist jedoch nicht von Dauer und verschwindet, nachdem sie die Verdammten mit einer bestimmten Menge, nachdem die Verdammten dann eine bestimmte Menge Schaden bekommen haben, verschwindet diese Geisterabwehrgeschichte. Alles klar. Was können wir hier machen? Plattformen. Wenn du Fernkämpfer wie einen Bogenschützen auf Plattformen platzierst, erhöht sich die Reichweite ihrer Angriffe. Plattformen brechen jedoch zusammen, wenn sie zu viel Schaden durch Angriffe von Verdammten erleiden. Geil, Leute, wie viel Strategy hier mit reinkommt. Liebe ich doch. Das liebe ich doch. Geilo. Mhm. So, guck mal, du bist hier. Du könntest auch ein Sumotori werden. Bist du jetzt unser Sumotori, ne? Alter, yo, der ist am Start, ne? Mehrere entweihte Tori. Durch die Entweihung entstandene Tori dienen als Tore, aus denen die Verdammten in die Welt der Menschen kommen. Ihre Standorte können sich im Laufe des Tages ändern. Daher solltest du ihre Position im Gedächtnis behalten, wenn du dich auf nächste Schlacht vorbereitest. Das hier ist ein kaputtes Tori. Da können die dann einfach rauskommen auf einmal. Das ist ja komplett bodenlos. Das ist ja Vollgas bodenlos. Okay, sehr wild, Leute. Hier geht eine Menge Strategie, ne? Dann würde ich sagen, befehligen wir Yoshido direkt mal, dass sie darüber tänzeln soll. Das hätten wir in dem Sinne meiner Meinung nach viel früher machen sollen, weil die kommt da jetzt niemals rechtzeitig an. Bin gerade nicht mal sicher, ob das so klug war, weil jetzt können wir gerade aktuell niemandem mehr eine Rolle zuteilen. Ich glaube, wir sind hier mit zu wenig Kristallen reingegangen in diesen neuen Abschnitt. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Jetzt schauen wir mal, ob wir es trotzdem auf die Reihe kriegen. Na? Und wenn nicht, dann müssen wir das nochmal machen mit mehr Kristallen und erstmal irgendwo anders Kristalle farmen gehen, dass wir wieder schön am Limit sind, ne? Weil das letzte Level hat uns da, was das betrifft, super hart aufgebraucht. Wir haben das ja alle gesehen, gewissermaßen, ne? Ja, wir haben absolut keine Rattenpunkte mehr. Da unten geht noch was, das müssen wir aber erstmal freiräumen. Ja, räumt das mal frei. Starke Sache. Und sobald es freigelegt ist, können wir da wahrscheinlich nochmal ein bisschen was abholen, ne? Ansonsten sehe ich hier jetzt gerade erstmal nichts mehr, was zu bewedeln ist. Vielleicht können wir hier nochmal in irgendein Haus rein. Ja, nochmal ein paar Kristalle, ist nicht schlecht. Das hilft schon mal. Allerdings wird das spärliche bisschen nicht reichen. Da geht's auch noch hoch. Die Dinger werden zunehmend größer. Oh damn, eingestürzte Brücke. Du kannst Dorfbewohnern befehlen, eine eingestürzte Brücke zu reparieren und so den Weg nach vorne frei zu machen. Nähere dich einer kaputten Brücke, ja genau, wissen wir Bescheid und erteilen Befehl und so. Okay, dann machen das jetzt erstmal 2 von 3. Alles klar. Und guck mal, du bist schon mal ein Bogenschütze. Ist ganz klar, ne? Eieiei, Leute, es geht gleich los. Ich bin echt gespannt, ob wir das packen diesmal. Ganz ehrlich, bin ich wirklich gespannt. Die könnten jetzt auch von da oben kommen, aus dem hier. Ja, guck mal, da wird auch direkt. So, dann, Bogenschütze, du musst auf die Plattform. Das ist ganz klar, ne? Sumotori, du kommst hier in die Mitte. Und machst da dein Sumotori-Ding, ne? So, dann haben wir hier ein paar Schießbudenfiguren. Ihr macht ihn hier. Und ich beschütze unsere Maidam vor etwaigem, was trotzdem durchkommt oder so. Ah, guck mal, hier wäre noch einer gewesen. Den habe ich ja null gesehen. Ich dödel. Aha. Die werden nackig gemacht, das sage ich euch aber, ne? Jetzt darf das so mal wieder ein bisschen mitschlitzen.
Auch eigentlich mal wieder ganz cool, nicht randvolle Kristalle zu haben, oder? Macht das Ganze direkt eine Ecke strategischer. Squee! Jupp. Ah, die sind schon viel weiter vorne, ne? Spielt einem die Optik immer einen Streich, wenn Gegner in der Luft sind. Muss ich immer erstmal dran gewöhnen. Der ist direkt über uns. Und die jetzt auch. So, von hier unten kommen die nämlich auch, ne? Verstehe, zwei Tori. Oh, Junge, 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 da kommen ja einige Flieger durch. Ja, das geht hier, ganz klar, ne? Eieiei, Leute, das ist ja gar nicht chillig. Ich bin übelst am Dasketillen. Von wo wollen die gleich kommen? Kommen die dann von hinten oder wie? Ein Frechheit ist das, wisst ihr das? Unsere arme Yoshiro, die kann doch gerade gar nichts machen. Wie schlägt sich denn unser Sumotori? Und die anderen haben nicht so Bock, ne? Die verstecken sich da eher. Sumotori, wie geht's dir? Der macht hier die ne, kaputt. Holzfäller. So, guck mal. Du, lieber Holzfäller, verteidigst dieses Ding hier, damit das eben niemand kaputt macht. Weil das brauchen wir dringend. Das ist ein wichtiger Vorteilspunkt für uns. So, du bist ein Bogenschütze und kommst mit da oben drauf. Ganz klar. Kommen die da zu zweit drauf? Kann da nur einer drauf? Naja, okay, wenn dem so ist, ist dem so. Dann kommst du hier einfach so ein bisschen als Nachhut rein. Das passt eigentlich schon. So, befreien können wir jetzt gerade natürlich niemanden. Jetzt gerade kommen nur... Ah, chillig. Go-Timen. Go-Timen. Okay, ja, das sieht gar nicht entspannt aus. Das töte ich direkt, wenn es geht. So, guck mal nochmal hier ihn. Der ist weg vom Fenster, ne? Gut, timen, ich glaub's ja nicht. So, und ihr beiden solltet auch weg. Weg mit euch. Gesocks! Sumotori macht ein bisschen Sumotori-Dinge, ne? Ich renne ein bisschen ins Miasma rein, man kennt ihn. Du Ratte. Ah, hier wäre ein Angriffspunkt. Da könnte man also auch noch einen Bogenschützen hinsetzen, ne? Den müsste man bloß durch irgendwas schützen, sonst macht das wenig Sinn. Und was geht hier oben? Die spucken von da? Ist ja eine Frechheit. Ist ja eine Frechheit, ist das. Alter, Leute, yo. Es wird zunehmend super geil, oder? Hier an der Treppe macht der Aufwärtshieb super viel Spaß. Sag mal, wie viel spektakulärer sehen eigentlich unsere Tanzangriffe aus? Die sprühen jetzt so, ne? Muss ich ehrlich sagen, fand ich davor schöner. Fand ich davor schöner. Na, Schönheit hier immer subjektiv, wissen wir ja alle Bescheid. Das fand ich davor schöner. Schade. So, da wird eine Reparatur angefragt. Dann wird der Seelenpfad elongiert, direkt nachdem ich diesen Dorfbewohner da rausgeholt habe. Easy, du wirst ein Holzfäller, da brauchen wir noch ein paar, die so ein bisschen schützen und so, ne? Zack. So, und jetzt brauchen wir erstmal noch ein paar Soru-Pointos. Ja, genau, gib mal her hier. Anfrage zurückziehen? Ne, genau, mach das mal, das ist eine gute Idee. Hier kann auch jemand zum Support rein. Eben, regelt das mal. Diese Brücke muss freigelegt werden. Ganz wichtige Sache. Um den da kümmere ich mich nachher, falls ich ihn noch finde. Wir werden sehen, ne? Und dann hatten wir hier unten ja nochmal was, wo sich jemand kümmern musste, ne? War dem nicht so? Hier hinten. Alter, das ist echt ein weitläufiges Gebiet, ne? Super geil. Das ist so geil. Ja, guckt mal, ihr regelt das, die da hinten regeln das. Manche machen so, ne? Und dann wird gut. Und für dich lege ich den Seelenpfad weiter frei. Achso, ja, jetzt hier, guck mal. Whee! Hoffentlich kommen wir davor. Verdammt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Grind, ne?
Hier. Reicht das schon? 5. Yeah. Okay, jetzt ist sie da drin, oder? Reicht das? Jetzt kam hier gerade was raus. Das sieht doch schon mal gut aus, weil dann können wir diesen Spot wenigstens beim nächsten Mal noch effizienter verteilen. Jetzt sind die gleich fertig. Perfekt. Hindernis freigeräumt. Ala, ne? Können wir hier was reinigen? Stark. Dann könnte der Dieb hier eine Chest knacken, wie ich das gerade sehe. Das wäre auch sehr, sehr stark. Jetzt holen wir unsere gute Yoshiro da noch ein bisschen weiter rein. So, hier sollst du dancen. Na, passt das jetzt? Ist sie da jetzt drauf? Da sollst du dancen, genau. Okay, alles klar. Ja, stark, oder? Sehr, sehr stark. Wann sind die da oben fertig? Die sind schon fertig. Perfekt. Können wir da nämlich nochmal aufmachen? Dann fehlt uns aber noch ein Dorfbewohner, oder? Oder sogar zwei? Wie war das? Rette 7 Dorfbewohner. Ich glaube, wir haben jetzt erst 6, ne? Wo ist der 7.? Den suchen wir jetzt also noch. Holen uns natürlich die Belohnung ab, aber suchen den natürlich auch noch. Klare Sache. Wo steht der rum? Der 7. Dorfbewohner. Ist der hier oben? Nee, oder? Vielleicht dahinter? Nee, sieht nicht so aus. Wir haben noch ganz gut Zeit. Ich hoffe, Yoshiro kommt da rechtzeitig an. Das wäre echt geil. Wir werden es dann sehen, ne? Okay, auch hier ist kein Dorfbewohner mehr. Hier unten hatten wir ja eigentlich schon einen gerettet. Wo ist der 7.? Was kriegen wir hier? Deva. So's Angriffskraft ist leicht erhöht. X ausrüsten. Ja, weil das gar nicht beeindruckender aussieht. Hier irgendwelches Feuerwerk. Da fand ich die Schweife, die wir gezogen haben, davor viel beeindruckender. Hier. Das ist doch beeindruckend. Also na, da ist immer so die Sache bei so artistischen Sachen. Das liegt halt immer hart im Auge des Betrachtenden. Schwierig, schwierig. Wo ist dieser letzte Dorfbewohner? Ich raff's nicht. Bestimmt übersehe ich den so hart und ihr sitzt Haare raufend vor euren Desktops oder Endgeräten. Na? Und denkt euch, Junge, was ist denn mit diesem P schief? Sag mal, sind es eigentlich die, die da schon an dieses Tor klopfen, oder? Ich finde, es hört sich immer ein bisschen so an. Okay, so, also, jetzt müssen wir nochmal strategisch durchgehen. Passt mal auf. Unser Number One Hero steht hier. Der passt da auf. Ganz klare Sache, ne? Vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne jetzt. So. Yona ist noch nirgends. Der kommt hier hin. Ja, oder? Und Dev dann da hoch, die Treppe. So, würde ich sagen. So. Dann haben wir ihn hier. Er ist irgendwo da vorne. Ah, das ist er, der hier oben hockt. Und entsprechend die geisteskranke Reichweite hat. Die verrückte Reichweite. Die bodenlose, ne? Kann da noch jemand dazu? Leider nein. Okay, dann kommst du bisschen weiter vor. Hier hin, ne? Und unser Sumotori, der kommt hier vorne hin und defft mit uns zusammen diesen Spot dann aus. Starke Sache. Okay, Ratten. Dann kommt mal her. Oh, die kommen jetzt auch von da unten. Verstehe. Okay, von da kommen die jetzt also auch. Normalerweise würde ich ungern das nutzen, was unsere Dame da tänzelt, ne, damit die immer Schaden kriegen, wenn die da reinlatschen. Ich würde das normalerweise absolut so verteidigen, dass das der gar nicht in die Nähe kommt. Aber da wir dieses Mal so ressourcentechnisch scheiße dastehen, würde ich sagen, nehmen wir es jetzt mit, oder? Und wenn es kaputt geht, geht's kaputt. Dann hoffen wir, dass wir es nächstes Mal nicht brauchen. Also beim nächsten Nachtanbruch. Da müssen wir jetzt gucken. Aber unser Holzfäller steht da klasse, ne? So, dann würde ich den aber tatsächlich etwas weiter vorstellen, damit möglichst wenig von dieser Energie, die wir da im begrenzten Rahmen haben, genutzt wird.
Jona, das bist du, ja, okay. Und wer ist das hier? Hä? Ah, verstehe, ich habe jetzt die beiden getauscht. Dann tauscht mal so. Das passt. Und Sumotori, du kannst ein bisschen weiter vorne, ne? Ja, genau, schaut mal, die tauschen da schön Plätze. So nämlich, ne? Okay, guck mal, von da oben spucken, glaub wieder welche. Die irgendjemand gekillt hat, wahrscheinlich, ne? Die Bogenschützen. Klasse. Sehr schön so. Schön durchtänzeln, ne? Alles klar. Ah, das ist schon wieder so ein etwas größerer, der hier mit reinmischt. Ist aber okay. Und jetzt haben wir da oben noch einen einzelnen. Bogenschütze, regelst du das? Dann regeln wir das. Okay, die Hälfte der Nacht ist durch, Leute. Wir müssen noch einen Dorfbewohner finden. Darauf komme ich irgendwie gar nicht klar. Ah, nee, das haben wir. Haben wir 7? Wir haben doch keine 7, oder? Das Gefühl, wir haben irgendwie 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, uns fehlen sogar noch 2. Bodenlos. Hä, wo sind die denn? Wo diese? Oh. Schön. Sehr schön. Da oben machen die weiter Rambazamba, ne? Ah, der schießt, der Spießgeselle hier hinten, ne? Deswegen macht er mir im Nahkampf quasi nie irgendwelchen Damage. Hab mich vorher schon die ganze Zeit gewundert, aber das hat jetzt gerade Damage gemacht, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh ja, dass man nicht in diesen Flap nach vorne reingeht. So, den hat er stecken. Weg mit ihm. Dann heilen wir uns geschwind mal. Rationen sind genug da. Es sind eher die Kristalle, die bei uns dieses Mal knapp sind, ne? Frage, gehen wir hoch oder runter? Ich würde sagen, hoch. Ja, das hätten die Bogenschützen auch geregelt. Easy. Wo zum Shit sind die letzten Dorfbewohner? Ich hab richtig gesehen, dass der Bogenschütze da oben schon gut in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war dumm. Weil man den hat easy kommen sehen. Bogenschütze, wie geht's dir? Ah ja, es hat ein bisschen Damage bekommen. Das ist okay, ne? So, guck mal, du kriegst mal einen Heal. Sumotori. Okay, ich würde nochmal genau diesen Spot verteidigen, falls nötig. Denn ich glaube, wir kommen noch nicht ganz durch. Ich würde aber auch noch super gerne die restlichen Dorfbewohner ausfindig machen. Ach, da geht's noch weiter. Es gibt noch eine zweite Instanz, wie ich gerade sehe. Ja, das erklärt natürlich einiges, ne? Na dann, elongieren wir direkt den Seelenpfad. Könnte sein, dass es trotzdem schon zu spät ist und wir schon nicht mehr dahin kommen, ne? Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das noch reicht. Genau, und dann geht's zum Abschnitt 2. Alles klar, dann sammeln wir nochmal so viele Kristalle wie möglich. Na, hier diese kleinen Reben, die füllen sich ja des Nachts wieder ordentlich mit Verderbnis und entsprechend leeren wir die für Kristalle. Ja, eben. Kleinvieh, wisst Bescheid. Da geht nichts. Dann haben wir da einen Hirsch. Oh, nice. Schade, dass da unsere Leute nicht auch drauf shooten auf so Tiere, aber dann wäre das auch gewissermaßen, na, wäre es ja nicht schwer, die klar zu machen, sag ich mal. Müsste man ja quasi nur abwarten dann. Ja, nee, vergesst, was ich gesagt habe, das wäre absoluter Quatsch. Das würde nicht wirklich was bringen. So haben wir so eine Angriffssäule ausgebaut, na, so sieht das dann aus. Die hat dann also auch einen Wirkbereich, das heißt, die hier oben war nie ausgebaut. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Dann würde ich sagen, wir ziehen hier durch und gucken mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Es könnte sein, dass das super dumm war, wenn auf der anderen Seite irgendwie mega die Party abgeht. Na, das kann ultra gut sein, dass wir da nochmal viel mehr Vorbereitungszeit gebraucht hätten und ich jetzt quasi ein bisschen arg früh rein bin. Alter, yo.
Das wird auch zunehmend schwer, das hier in der Mitte zu halten. Könnte ich das doch nur mit der Maus machen. Oh ja, oh ja. Nee, nee. Aber wenigstens gegen Ende nochmal. Schön in die Mitte gehalten, ne? Uhuhu. Okay. Ja, so sieht es doch hier gleich viel besser aus, ne? So gefällt mir das doch schon viel besser hier. Da ist nochmal ordentlich Wegstrecke frei jetzt. Das ist klar. Du bist jetzt erstmal egal. Wir machen weiter. Die soll sich noch so weit bewegen wie möglich. Verzweigte Seelenpfade. Der Seelenpfad kann manchmal in verschiedene Richtungen verzweigen. Überlege sorgfältig, welcher Weg für dich der beste ist. Wenn du dich einmal entschieden hast, gibt es kein Zurück mehr. Okay. Hier oben gibt es so ein Bogenschützenteil. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen straight. Da unten wäre nochmal so eine Angriffssäule und so. Da oben ist ein Dorfbewohner Wonili. Und was zu reinigen. Ja, well, na, well, well, well. So, du bist ein Bogenschütze. Ganz klare Sache hier, ne? Brauchen wir mehr davon. Wichtig, wichtig. So, und dann geht's auch gleich schon los. Bin jetzt gespannt, aus welchen Richtungen die jetzt alle kommen, ne? Das dürften jetzt durchaus viele sein. Eigentlich würde ich noch gerne den letzten Dorfbewohner klar machen. Oh ja, verdammt. Da hinten wäre er gewesen. So, die kommen aus allen Richtungen, oder? Hauptsächlich von vorne. Alles klar. Sumotori, du wirst hier hingesetzt, ne? Und hältst hier zu. Das ist jetzt erstmal deine Prio. Holzfäller, ihr macht hier. Na, Bogenschützen, ihr supportet das Ganze. Von allen Seiten. Alles klar. Ein Rucksack, Junge. Hosukime, klar, ne? Hosu heißt Rucksack. Nein, Quatsch. Okay, die kommen erstmal scheinbar alle von da unten, ne? Da haben wir ein Barrierili. Die weichen mittlerweile ein bisschen aus hier, die kleinen Racer, ne? Wann habe ich denn hier diese Barriere aufgebaut oder steht die einfach so? Der war richtig. Ah, da ist der Hosukime und rastet aus, ne? Platzen die? Die platzen! Digga, die sind komplett geplatzt. Barriere kaputt. Ich höre doch die anderen noch, genau. Mist. Mist. Doof, wenn da zwei auf einmal sind, ne? Müssen die schnell weggemacht werden. Brauchen wir einen Heal? Alter, wenn die hier platzen, ist halt super scheiße, ne? Okay. Den zerlegt's da komplett, ne? Ist ja bodenlos. So wie wir, wenn wir für Luftgegner gehen, ne? Der rennt jetzt in die andere Richtung. Ungünstig. Jetzt platzt er da in unserer, ne? Rattenanstalt. Ja, ja, Leute. Wir hatten ein bisschen wenig Kristalle, ne? Und haben jetzt gerade einen beschissenen Spot. Machen die unseren Leuten Damage, wenn die platzen? Es sieht bis jetzt so aus, als würden die ganz gut klarkommen. Eieiei. Da gehen ganz neue Gegebenheiten. Ich find's komplett verrückt. Ehrlich. Ah, die sind zielsuchend. Ich dachte immer, wenn die einmal geschossen, na, dann ist klar, wo die hinfliegen. Aber hey. Ja, genau.
In einem Dance-Battle liegen wir doch immer noch vorne, ne? So ist es ja nicht. Okay, wir haben ordentlich Kristalle. Das wird nach vorne elongiert. Wir nehmen den Bogenschützen-Spot mit, ganz klar. Da oben ist noch was. Upsa. Eben. Oh, Junge, unten kommt ja nochmal die richtige Armada. Überall kommt nochmal die richtige Armada, aber das könnte das Morgengrauen für uns regeln. Ziemlich sicher, ja, da muss ich nichts mehr machen. Da müssen wir nichts mehr machen. Holen wir uns den nächsten Bewohnili. Na, hier, Freundchen. Du bist Priest. Machen wir nämlich auch noch einen hier, ne? Alles klar. Okay, hier kann jemand Dinge machen. Stark. Regelt mal direkt. Da geht nichts. Hier kann man jemanden befreien. Hier können wir noch ordentlich Crystals aufsammeln. Hier können wir noch ein bisschen bewedeln. Eieiei, Leute, da wird wieder gewedelt, als gäbe es keinen Morgen. Okay, dann können wir hier irgendwas reparieren. Obwohl, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil, ne, wir ja da gar nicht lang gehen. Dann machen wir die Geschichte hier noch. Und legen jetzt auch direkt den Seelenpfad frei. Damit das nicht zu spät losgeht. Denn wir müssen da... Na, das... Okay, Damage macht mir das keinen. Es ist nur ein Gimmick, oder? Pass auf. So in der meiner. Einfach mal pass auf. Ich kann dich über den Haufen rennen. Und danach wird es für dich schwerer, mich wieder einzuholen. Die Tour ist es. Rechts. Okay. Oder links. Ich bin für rechts. Eindeutig. Das wird jetzt schwer und dann beim, jetzt leicht und dann beim nächsten Mal schwer. Achso, B-Pfad wählen. Ja, den möchte ich wählen. Bis hier erstmal, oder? Obwohl, bisschen mal davor können wir schon noch. So. Und dann wird das hart verteidigt. Dann kann hier ein Holzfäller hin. Hier ein Sumotori. Hinten Holzfäller und so. Hindernis freigeräumt. Dann gucken wir, was da noch abgeht. Oh, guck mal. Das hier machen wir auf jeden Fall. Ja, mach mal ihn hier, ne? Das ist viel wichtiger, fällt mir gerade auf. So, wie sieht's denn hier aus? Mist. Okay, dann können wir hier noch eine Brücke bauen. Das soll auch noch schnell jemand machen. 5 von 10. Junge, Junge, da geht aber einiges hier, ne? 5 von 10 ist ja quasi nix. Aber wenn man jetzt mittlerweile fast immer was aufbauen muss, damit man an die Dinger rankommt, dann wundert mich das auch nicht, ne? Dann habe ich wahrscheinlich noch mindestens ein oder zwei einfach doof übersehen bis jetzt. Beziehungsweise noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Muss jetzt auch sagen, ich habe noch nicht so richtig aufmerksam danach gesucht gehabt. Da unten ist auf jeden Fall noch eins, ne? Ja, ja, so sieht das nämlich aus hier. Stark, Alter, das so bewedelt die Dinge hier. Ich kann es gar nicht glauben. Dann geht da noch was, oder? Ja, guck mal, da unten ist auch noch was am Start. Hier noch. Und dann wahrscheinlich das letzte noch hinter dem Reparaturding, ne? Das kann ich mir jetzt gut vorstellen, hinter der Brücke. Ich glaube, wir hatten es ja sogar schon gesehen. Ja, dann haben wir hier 9 von 10. Alles klar. Reparatur abgeschlossen. Brücke repariert. Perfekt. Gucken wir da vorbei. Schauen mal, wie weit unsere Madame gedanced ist. Ja, die hat ihren Spot auch erreicht. Das ist klasse. Denn somit, ja, haben wir eigentlich alles. Ah, hier ist die Brücke gewesen. Genau. Ja, jetzt geht's bald los. Alter, und ich brauche wieder eine Stunde, um das Ding zu treffen. So, damit haben wir komplettes Dorf, ne? Vor Entweihung gerettet, sind direkt an dem Spot, so wie sich's gehört. Ne? Klar, guck mal hier. Komm. Alter, Todas Falle. Platziere Fallen, die bei Kontakt mit dem Gegner explodieren. Es können bis zu 3 Fallen zur gleichen Zeit aufgestellt werden, die zudem bei Auslösung die gegnerische Widerstandsanzeige lösen. Das ist ziemlich fett. Das ist ziemlich fett. Vor allem bis zu 3 Fallen gleichzeitig und dann, wenn die weg sind, kann ich wieder neue setzen, oder? Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann können wir das viel öfter nutzen als das, was wir bis jetzt haben, ne? Okay, das war einfach nur so ein Tor, da ist aber irgendwie nichts.
Alles klar, dann platzieren wir mal noch unsere Leute. Sobald hier losgeht, ne? Wir könnten den Seelenpfad noch freilegen und ihr dann befehlen anzuhalten. Erstmal, ne? So, jetzt hält sie nämlich eh an. Perfekt, guckt mal. Und das ist ein klasse Spot. Die kommen von oben rechts. Alles klar. So, schaut mal, von oben rechts. Wir müssen da noch nachvollziehen, von wo genau. Erstmal Sumotori mitten in die Brücke rein, oder? Ja, würde ich schon sagen. Dazu einen Bogenschützen dahinter. Alles klar. Dann den Priest hier zu unserer Maidam. Zweiter, ein Bogenschütze hier oben drauf, ganz klar. Mehr Range und mehr Lebenselechmet, ne? So, bei dir, wie sieht's da aus? Ich würde den hier hinpacken. Mhm. So, und die Holzfäller. Könnte einer hier hin. Und einer hier hin, bei denen ich mir allerdings sicher bin, dass ich die nochmal umplatziere. Denn von hier kommen jetzt ja auch Gegner, oder? Ja, von da oben kommen eh super viele. Alles klar, das ist gut zu wissen. Das heißt, da kommt ein Holzfäller hin. So, guck mal, du kommst hier hin. Das wird zwar ein harter Job, aber ich helfe dir. Na, ah, hier haben wir auch die Angriffssäule. Ja, perfekt. Hier macht er mehr Damage, der Junge, ne? Klasse, dann stellen wir da auch einen der Bogenschützen hin, der nicht im Reichweite-Buff steht. Den da unten würde ich gerne lassen. Den da oben eh. Der hier, der kriegt einen Stärke-Bonus und zwar absolut klar. Alter, von unten kommen die auch. Yo. Yo, und wo kommen die da hoch? Hier, von hinten dann. Die Ratten. Das ist ja eine Frechheit, Alter. Oh Mist, ich dachte gerade, ich wäre ausgewichen. Ja, nicht mit mir, Freundchen. Ja, die sind dann gerne mal schneller als ich mittlerweile. Kommt immer drauf an, wer unterbricht wen zuerst, ne? So, hier, ne? Und von unten kommen wieder Tausende. So, oben haben die ganz gut im Griff, habe ich das Gefühl. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mit dem nächsten Tag schon ins Ziel, ne? Wenn ich mich etwas beeile. Na, ist schon ein weites Stück. Sumotori regelt da eigentlich ganz gut, ne? Ja, dann würde ich sagen, guck mal, Priestily, du kommst vor und supportest den Sumotori so gut du kannst. Und der Holzfäller, der da vorne steht, er hier, ne, kommt hier runter. Und zwar genau hierher. Alles klar. Na, mein lieber Holzfäller. Zeig mir mal, wie du gegen den behavest. Verstehe. Message angekommen. Ihr hier oben, ihr kommt auch super klar, oder? Aha, verstehe. Da müssen wir ihn hier fast noch ein bisschen mehr so stellen. Na, damit sie nicht erst den Bogenschützen angreifen, sondern schon erst ihn. Wenn irgendjemand in den Nahkampf verwickelt wird, dann ja wohl er, ne? Ist ja klar. Squeeze! Wird da gesaust. Okay, klasse, ihr habt das im Griff. Dann gehe ich mal hier rüber. Denn das scheint etwas härter zu sein hier, ne? Man sieht auch immer auf der Map, ob das ein kleinerer roter Balken ist oder ein größerer, ne? Ja, genau. Guck mal. So, und hier haben wir etwas größeren. Oioioi. Ja, so nämlich, ne? Da unten kommt noch so einer. Zu unserem Bogenschützen. Der wird nämlich beschossen. Das ist gar nicht gut. Der kommt hier alleine nicht so gut klar, ne? Der hat halt auch keinen Support. Das muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Aber ist in Ordnung. Das lief nochmal, ne? Das lief nochmal. Ja,
Kommen da noch zwei angetaumelt. Und dann wird es aber auch jeden Moment wieder hell. So, und hier hinten habe ich noch ein paar Spießgesellen beobachtet. Ausfindig gemacht. Er hier ist auch ein Rattenfänger, ne? Wie er da auf unsere Leute shootet. Ganz feige aus der Distanz. So, dann holen wir uns direkt neue Punkte. Legen den Pfad weiter frei. Ah ne, der Pfad ist ja durch, genau. Stark. Dann holen wir uns die Punkte, um möglichst nah ans Limit zu kommen und ziehen dann durch, oder? Ah ne, ganz durch ist er noch nicht. Okay. Oh, wow, wow, Leute. Das war mal ein massiver Abschnitt, den wir hier geregelt haben, oder? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde durchwedeln. Und dann lieber bei einem Abschnitt, den wir nochmal versuchen, wieder Kristalle ranzuholen. Wenn ich jetzt durchwedel, könnten wir es vielleicht gerade so schaffen. Ah, schwierig, schwierig. Auf der anderen Seite brauchen wir halt echt dringend wieder Kristalle. Ja. Okay, kommt. Wir gehen. Wir gehen. So. Uiuiui, das wird knapp. Könnte aber passen, na? Ich finde, das ist so schwierig einzuschätzen. So, jetzt haben wir noch die Hälfte der Zeit. Ja, das passt, das passt. Ja, sehr schön. Und jetzt wird da ordentlich getanzt, oder? Let's go. Ja, let's go. Ihr seid verdammt. Okay. Schade, dass ich hier jetzt mittlerweile immer... Nee, muss ich gar nicht. Mhm. Ihn. Ich lerne den, Leute. Ja, stark, oder? So nämlich. Let's go. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. So sieht's nämlich aus. Der Holzarbeiter. Den haben wir jetzt als Eintrag, das ist ja cool. Musubi 5-mal. Repariere nicht mehr als 3 Vorrichtungen mit dem Zimmerer. Ja, das wusste ich und deswegen habe ich das auch so gemacht. Besiege 10 Verdammte mit Hilfe von Hosukime-Explosionen. Ah, von unserem neuen Zuba. Okay, besiege 10 Verdammte mit Hilfe von Yoshidos Geistabwehr-Schutzzone. Die gute alte Geistabwehr-Schutzzone, ne? Die nämlich. Alles klar. Jetzt würde ich erstmal behaupten, gehen wir... Oh, neuer Bossgegner. Das wird geil, nächste Episode. Das wird geil. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Reparieren Dinge. Gehen dann noch in den anderen Stützpunkt, reparieren da weitere Dinge, ne? Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, rein da mit euch. Let's go. Dann haben wir da oben noch einen Reparier-Ririli, ne? Da wird ordentlich repariert, habe ich das Gefühl. Von 4 Leuten nämlich, ne? Haben wir dann hoffentlich irgendwo noch einen Einzelnen? Ne, dann chillen wir hier erstmal, oder? Haben wir irgendwo einen Einzelnen? Hi. Dich wollte ich eigentlich gar nicht streicheln, aber du bist so süß, deswegen ist es voll okay für mich, ne? Hier 2 oder einer? 3. Okay, mach mal hier 3 und dann suchen wir noch nach einem 2er, oder? Okay. Okay. Ich finde so diese Idee von, wie die Level designed sind, super nice. Wisst ihr, wie ich meine? Ich dachte am Anfang irgendwie, aha, Dorfbewohner können diese Aufgabe derzeit nicht ausüben. Ist das so? Ah, die brauchen Holz. Okay. Okay, dann brauchen wir Holz. Klare Sache. So, schau mal, hier oben ist Holz. Ja, mach du mal ihn. Dann holen wir Holz da unten und dann gehen wir nochmal ganz hoch. Und dann regeln die das anders, oder? So, guck mal. Die brauchen nämlich Wood. We need Wood. Okay, stark. Jetzt können die das richtig regeln. So, ja, eben, ne? Okay, cool. Dann verpieseln wir uns hier, ne? Gehen nochmal in, ich glaube, Enaki, hieß das so? Den letzten, den wir halt gesäubert hatten. Wie hieß der noch gleich? Enri. Nicht, genau, okay. Dann gehen wir da nochmal rein. Hier dürfte ja genau einiges fertig sein. Was wir natürlich abholen. Ja, haha, eben, ne? Oh, das ist dahinter. So, guck mal. Ja. Gucken wir uns nächste Episode, dann würde ich auch sagen, direkt mal an. Ihr seid auch sehr zufrieden. Wir holen ordentlich Musubi ran. Das ist doch klasse.
Dann tun wir hier direkt mal jemanden rein und hier oben direkt mal jemanden rein. Denn ich bin mir sicher, um das Haus hier aufzubauen, brauchen wir 3 Leute mit Holz. Wenn das sich so verhält wie letztes Mal eben auch. Jetzt gucken wir mal, oder? Was bräuchten wir hier? 5 Arbeiter mit Holz. Und was brauchen wir hier? 3 Arbeiter mit... Nee, ohne Holz. Okay, crazy. Und bei den 5 Arbeitern brauchen alle Holz oder brauchen da nur 3 Holz? Die brauchen alle Holz? Gibt's hier 5 Holz auf der Map? Hier kann man nichts reparieren. Müssen wir nochmal gucken. Na, wo ist denn hier mehr Holz? Was können wir hier noch reparieren? Da könnten 2 rein. Und jetzt noch was für 3 eigentlich, na? Gerne mit Holz, wenn nicht, auch nicht wild. Aber das braucht Holz, sehe ich das richtig? Nee. Ah, das ist das Reparaturen-Emblem, das sieht immer so aus, verstehe. Ja, dann machen wir trotzdem die Dreier-Geschichte hier, dann haben die jetzt halt Holz, aber ist ja egal. So, guck mal, ihr habt jetzt halt Holz, ne, aber ihr könnt ja auch mit Holz da ein bisschen aufbauen, oder? Eben, hier noch ein paar Töpfe von euch kaputt, das gehört zum guten Ton, habe ich gehört. Guck mal, jetzt haben wir 25 Musubi. Dann würde ich sagen, investieren wir da nächste Episode gestört, oder? Und gucken mal, was wir damit so alles regeln können. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P. Ade.